Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich mache da weiter, wo mein Vorredner aufgehört hat. Herr Serke, Sie haben auch aus meiner Sicht richtig dargestellt, dass Stärken dieses Artikelgesetzes gelobt worden sind. Aber das wird selbstverständlich ad absurdum geführt, wenn Sie diese Umsetzung der Stärken kostenneutral machen wollen. Weil kostenneutral wird es nicht gehen, mehr Kurse anzubieten, mehr Personal bereitzuhalten für Besuchszeiten. Das kostet Geld oder Nerven und Belastungen der Bediensteten. Das haben Sie hier verschwiegen. Meine Damen und Herren, wir haben wie immer oder wie so häufig mit den Artikelgesetzen dann das Problem, dass wir durchaus einzelne Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, mittragen könnten und würden, gerne auch mittragen würden. Aber da das Artikelgesetz so viele unterschiedliche Bereiche mal wieder umfasst, ist es schwer, da eine Abwägung vorzunehmen und zu sagen, also das geht ja nun mal gerade gar nicht und das ist gut. Von daher stelle ich zum wiederholten Male den Sinn solcher Artikelgesetze hier noch einmal infrage. Ich will zwei größere Anmerkungen machen für Bereiche, wo wir sagen, das geht überhaupt nicht. Der erste Bereich ist der, wir ermöglichen Besuche per Videotelefonie. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wir die Gefahr sehen, dass Videotelefonie die realen Besuche irgendwann einmal ersetzen soll, sondern wir haben eher das Problem, dass im 21. Jahrhundert, im 20. Jahr des 21. Jahrhunderts, wir diese Videotelefonie nur in den Besuchsräumen zulassen und deswegen die Videotelefonie auf die normalen Besuchszeiten angerechnet werden muss. Also das ist nun wirklich kein Fortschritt. Meine zweite Bemerkung bezieht sich auch auf die Bodycams. Die Bediensteten haben ganz klar gesagt, das wollen wir nicht, das werden wir auch boykottieren. Das muss gegen deren Willen durchgedrückt werden. Die Bediensteten haben, wie auch die Datenschützer, grundsätzlich darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zum Einsatz der Bodycams bei der Polizei es diesmal um den Einsatz in privaten Räumen geht. Bei der Polizei ist es ausdrücklich ausgeschlossen, dass sie im privaten Raum eingesetzt werden. Da hilft dann auch der Hinweis, dass es ja nur um ein Modellprojekt ginge, nicht weiter. Weil Grundrechtsverletzungen sind auch in einem Modellprojekt nicht zu tolerieren. Und, werte Justizministerin, da mir von Ihnen oder auch in diesem Haus nicht immer unbedingt geglaubt wird, wenn ich Einschätzungen hier vortrage, möchte ich mich ausdrücklich der Einschätzung des Hessischen Richterbundes anschließen, der Ihnen in der Anhörung zu Protokoll gegeben hat bezüglich der Bodycams. Es fehlt im Gesetzentwurf an einer hinreichenden Erörterung der vollzugsfachlichen Grundbedingung, dass ein konkretes Einsatzbedürfnis gegeben ist. Das ist eine Versenkung ersten Grades. Der schließen wir uns an und werden das Gesetz ablehnen.